Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Monster High Monster Klasse High School. Monster krasse High School Klasse. Ihr hattet für dieses Spiel abgestimmt. Was bedeutet, dass wir jetzt damit spielen werden? Ich muss nur ein bisschen zurückgehen. Das war nur ein Testprofil von meinem Freund. Eigener. Oh, okay. Benenne dein Mädchen. Also so jetzt wahrscheinlich nicht. K.U. Ich muss wirklich weit zurücksetzen. Hallo? K-U-L-O-K-I-I. Okay, fertig. Ja. Name übernehmen. Okay, jetzt können wir auch wählen, welchen Monstertyp wir haben wollen. Ramschmonster. Ich glaube, das ist alles gemischt. Ungeheuer. Können wir drehen? Nein, drehen können wir nicht. Mumie. Okay. Vampir. Oh. Werwolf. Zombie. Okay. Wir gehen mal mit Vampir. Ob ich das später noch ändern kann, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich einfach mal mit Vampir. Ihr kennt mich ja. Ich bin ein totaler Vampir-Fan. Auswählen. Oh, Gesicht können wir auch ändern. Oh, okay. Das erste gefällt mir da jetzt ein bisschen besser. Die Haare können wir verändern. Oh. Das sieht total hübsch aus. Wir gehen mal mit dem Pink hier. Okay, dann die Hautfarbe können wir ebenfalls verändern. Das sieht total toll aus. Outfit auch. Oh! Okay, dann nehmen wir mal das zweite hier. Outfit-Farbe. Mensch, bei dem kann man ja alles verändern. Okay. Also ich glaube, das passt jetzt am besten dazu. Okay, dann laden wir. Ich muss ein bisschen, glaube ich, bei dem Spiel weiter zurücksitzen. Ich lehne mich aber vor. Ah, okay. Willkommen. Glückwunsch. Du bist jetzt an der Monster High angemeldet. Besorge dir deinen Ausweis. Um deinen Schülerausweis zu nehmen, geh näher an die Maschine heran, indem du den Control-Stick von dem Nunchuck benutzt. Okay, also das sind wir. Ausweisautomat. Um den Ausweisautomaten zu benutzen, geh nahe an ihn heran und drücke A. Monsterkrass, jetzt befindet sich dein Ausweis in deiner Sammlung. Um auf deine Sammlung zuzugreifen zu können, musst du den Cursor über das Handtaschensymbol bewegen und A drücken. Da ist ja die kopflose Schulleiterin. Sieht so aus, als hätte sie etwas zu sagen. Um mit Personen in Kontakt zu treten, gehe nahe an sie ran und drücke A. Okay. Oh ja, da ist sie ja. Wo ist denn das Handtaschensymbol? Ich sehe es nämlich nicht. Ah. Willkommen. Nicht im Unterricht. Du bist bestimmt meine neue Schülerin. Willkommen an der Monster High. Du kannst im Tagebuch auf alle Episoden zugreifen, okay? Ich bin die kopflose Schulleiterin und du bist hier, um etwas zu lernen. Verstanden? Oh, wir können sogar uns entscheiden. Okay, Entschuldigung, was sagten Sie gerade? Ja, Frau Schulleiterin. Okay, plus. Ausgezeichnet, es gibt hier an der Monster High viele Ablenkungen. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Deine Tutorin, Draculaura, wartet vor der Tür auf dich. Das ist bestimmt, weil wir jetzt einen Vampir gewählt haben. Ich wette, wenn wir ein Werwolf sind, könnten wir, würde die Claudine auf uns warten. Okay. Mit allen reden. Das war das Gesprächsfenster, in dem du mit den Personen sprechen oder Aufgaben übernehmen kannst und vieles mehr. Denke daran, dass die Personen auf deine Antwort reagieren. Achte daher immer genau auf ihren Gesichtsausdruck. Im Monster High Spiel dreht sich alles um Beziehungen zu anderen und daraus ergibt sich, wie beliebt du bist. Deine Beliebtheit an der Schule kannst du an deinem Girl-Meter ablesen. Deine Beliebtheit bei Mitschülerinnen findest du in deinem Tagebuch. Und Popularität ist alles. Wirst du die schreiende Königin des Balls sein? Oh, hoffentlich. Okay, dann gehen wir mal. Was ist das? Nichts. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Draculaura ist mein Lieblingsmonster. Dann warten wir mal auf die. Und hoffen, dass sie uns alles zeigen wird. Ist ein bisschen doof, dass ich so weit wegsetzen muss, aber okay. Oh, da ist sie ja schon. Oh, da ist die ganze Monster. Oh, oh. Da ist die ganze Monster High. Dann reden wir mal mit dir. Hallo. Deine Tutorin. OMG, wir müssen quatschen. Oh, so klingt sie aber normalerweise nicht. Bist du die neue Vamtastische?
Fantastisch. Ich bin Draculora. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Vielleicht später einverstanden. Fantastisch. Die kopflose Schulleiterin will, dass ich dich betreue. Und genau das werde ich tun. Als erstes gehen wir zu deinem Schließfach auf dem Gruselflur. Ich zeige es dir auf dem Lageplan. Warte einen Moment. Ich habe eine tolle Idee. Nimm meinen Freund mit. Er wird dich zu deinen Zielen führen. Folge ihm einfach, wenn du dich verlaufen hast. Alle Mumien sollten bitte daran denken, dass sie bei allen schulischen Anlässen ordentlich eingewickelt sind. Oh, okay. Du hast eine Aufgabe übernommen. Informationen über alle deine laufenden Aufgaben findest du in deinem Tagebuch. Um das Tagebuch zu schließen, wähle einfach den Zurückknopf. Wow, hast du gestern Abend Schlag den Sack im Fernsehen gesehen? Okay, so, also haben wir jetzt das hier mit uns dabei. Lehrerzimmer, da wollen wir vielleicht nicht gerade hin. Können wir hier rennen? Ich glaube nicht, nein. Okay, Wir haben fast Vollmond. Ich bitte alle Werwölfe, sich ganz besonders vorzusehen. Vielleicht müssen wir ja hier hingehen, wer weiß. Etage, großer Flur, oder vielleicht nicht. Vielleicht, laufen wir dann nochmal rum. Okay, Freischaltcode eingeben. Das wollen wir nicht. Okay. Ach so, er guckt dann in die Richtung, wo wir, glaube ich, hin müssen. Ah, okay. Habe ich schon verstanden. Dann müssen wir hier rüber gehen. Okay. Dann haben wir zumindest jetzt jemanden, der uns auf uns aufpasst. Und das ist Count Fabulous. Es kann ziemlich schwierig sein, sich an der Monsterhalle zurechtzufinden. Solltest du dich mal verlaufen, benutze einfach den Lageplan. Um den Lageplan zu schließen, wähle einfach den Zurückknopf. Ja, wie öffne ich denn den? Ah, okay. Tagebuch, Schullageplan, Sammlungen. Okay, da ist unser Schülerausweis. Aha, okay, das hier ist Sachen, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Das ist die erste Etage hier. Das sind wir gerade. Oh, okay. Ein Unwetter mit Blitz und Donner zieht auf. Das Begrüßungskomitee bitte sofort in mein Büro, damit wir die Ankunft der neuen Schüler vorbereiten können. Okay, wir müssen also erst das Tutorial beenden, bevor unser Tagebuch aktiv wird. Das macht nichts, dann beenden wir das mal. Okay. Oh, hier ist was Blaues. Okay. Dann folgen wir einfach mal, wo der Count Fabulous uns hinführt mit seinem Blick. Gruselflur. Okay. Mensch, es lädt sehr, sehr viel mehr als das andere Monster High Spiel auf PC. Ah, vielleicht hier. Aha. Willkommen an deinem Schließfach, deinem Ersatz zu Hause während deines Besuchs an der Monster High. Hier kannst du Gegenstände aufbewahren, deine Erfolge einsehen, dein Schließfach dekorieren und vieles mehr. Um das Schließfach zu schließen, wähle einfach den Zurückknopf. Okay. Oh. Outfit ändern, Schließfachaufbewahrung, Zeugnis. Heißt das, dass wir gut... Oh, das heißt, wir müssen sogar gut in der Schule sein. Schließfachaufbewahrung, Outfit ändern. Oh, okay, das heißt, hier können wir dann unser Outfit dementsprechend ändern. Alle Vampire, die die Pause im Freien verbringen möchten, achten bitte auf den geeigneten Sonnenschutz. Okay. Textnachrichten. Sieht so aus, als hättest du eine neue Nachricht auf deinem Eye-Connector. Um deinen Eye-Connector zu schließen, wähle einfach den Zurückknopf. Ah ja, okay, gleich hier. Eingang. Claudine, Hilfe, ich habe eine Klamottenkrise. Komm schnell zu mir in den Mädchenwaschraum. Annehmen. Aufgaben, die du auf deinem Telefon erhältst, kannst du nur mit dem Annehmen-Knopf aktivieren. Tutorial abgeschlossen. Okay. Der Sargwechsel der Zombies muss leider verschoben werden, bis der Friedhof wieder hergerichtet ist. Dann folgen wir jetzt mal wieder unserem Count Fabulous. Mädchenwaschraum. Ach, das ist das gleiche drüben. Okay. Dann können wir ja mal mit der Claudine reden. Oh, da ist ja Gulia. Reden wir mit der auch mal. Oh, die ist ein bisschen klein. Sprachstörungen. Die neue Biologielehrerin spricht kein Zombie und konnte mich deshalb im Unterricht nicht verstehen.
Ich wurde wegen Nuschelns aus der Klasse geschickt. Meine guten Noten sind in Gefahr. Kannst du mir vielleicht helfen, falls du gerade Zeit hast? Ja. Super, kannst du als erstes bitte Frankie in der Bibliothek aufsuchen? Frag sie bitte nach den Notizen der heutigen Stunde und bring sie mir. Okay, Gespräch beenden. Dann reden wir jetzt mit Claudine. Werwolf-Rettung. Ich zu ihr. Die Bluse ist ein Original. Oh, hey! Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber meine Outfits sind so wild, wilde geht's nicht. Aber jetzt ist eine Katastrophe passiert. Ein anderes Mädchen trägt genau das gleiche Outfit wie ich. Ich sitze in der Falle und brauche deine Hilfe. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Claudine. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Triff dich mit Draculaura im Glockenturm. Sie hat einen Plan, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Okay, Gespräch beenden. Dann folgen wir jetzt mal wieder unserem treuen Count Fabulous. Wer weiß, wenn man dann vielleicht einen Werwolf genommen hätte, wäre vielleicht die... Oh, guck mal, da ist Heath. Oh nein, die Trolle sind wieder los. Was? Okay. Was wollte ich denn sagen? Achso, dann hätten wir vielleicht Claudine gekriegt und dann hätte vielleicht Draculaura eine Panne gehabt. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Okay. Okay. Dann, Moment. Okay. Dann gehen wir einfach hier dem lieben Count Fabulous nach. Und ich glaube, dann sollten wir auch ankommen. Ich finde den Cursor übrigens sehr hübsch. Der erinnert mich ein bisschen an Frankie. Hier sieht man auch Frankie in dem Ladescreen. Okay. Er will, dass wir hier reingehen. Etage 1, Ostflügel. Also ich habe mich auf jeden Fall jetzt schon verirrt und weiß nicht, wo was ist. Und jetzt hierhin. Waren wir hier nicht schon? Nein, vielleicht nicht. Glockenturm. Ah ja, okay, das ist doch ein neuer Raum. Okay. Ach, da ist sie ja, die Liebe. Hallo. Werwolf-Rettung. Die arme Claudine ist wirklich total im Stress. Wir müssen das Problem so schnell wie möglich lösen. Möchtest du noch etwas mehr helfen? Egal, was es ist, Dracula, ich bin mit dabei. Monströs. Bring Claudines Schuhe zu Laguna an den Pool. Rede mit ihr, sie wird dir ein anderes Paar Schuhe geben, die sie sich von Claudine geliehen hatte. Okay. Totschicker Vampir. Ich habe große Probleme. Ich schwärme total für Claude und jetzt brauche ich ein totales Bodystyling. Kannst du mir wohl dabei helfen, damit er mich heute Abend nicht so sieht? Verlass dich auf mich, Draculaura. Ich habe mit dem Bodystyling heute viel zu spät angefangen. Mein Haar, mein Make-up und mein Outfit müssen perfekt sein, bevor Claudes Training beginnt. Leider habe ich mein Make-up-Set in meinem Schließfach am Pool vergessen. Kannst du es mir von dort holen? Na, das trifft sich ja gut, weil wir da ja sowieso hingehen müssen. Oh, Moment, ich habe eine Nachricht erhalten. Eingang. Kannst du auf dem Weg zu mir an meinem Schließfach vorbeigehen und meine Badekappe mitbringen? Die Kombination ist 20-5-25. Okay, das konnten wir jetzt für irgendeinen Grund nicht annehmen. Das macht aber nichts. Vielleicht können wir das später annehmen, nachdem wir mit Laguna schon mal gesprochen haben. Okay. Dann gehen wir jetzt hier rüber anscheinend. Und wie findet ihr denn den Ladescreen? Den haben wir jetzt schon so oft gesehen. Oder den Ladebildschirm. Wie findet ihr denn den denn? Also ich finde, der sieht ganz schön aus. Ich versuche nicht immer mit dem Pfeil hier im Video zu sein. Okay. Was? Wo willst du hin? Ach, darüber. Okay. Oh, da ist eine Tür. Innenpool. Okay. Wo Lagunas Schließfach ist, wissen wir nicht. Oder weiß ich nicht. Können wir in den Pool gehen? Nein, wir können nicht in den Pool gehen. Ach, das ist dann bestimmt das Schließfach hier. Okay. Draculauras Schließfach. Erhalten Make-up-Set. Sehr schön. Oh, eine Nachricht. Eye Connector Click. Eingang.
Unsere Operation Claude das Herz brechen läuft. Wir treffen uns für Phase 2 mit Frankie im Lesesaal. Okay. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin, weil wir erst mit der lieben Laguna reden wollen. Wow, was für ein tolles Outfit. Puh, ich sitze echt in der Klemme. Ich muss dringend meine Projektarbeit in verrückten Naturwissenschaften abschließen und ausgerechnet heute finden die Auswahlspiele für das Beachvolleyballteam statt. Und dann auch noch das Wettschwimmen am Abend. Kannst du mir helfen? Meine Güte. Aber sicher doch. Danke dir. Sprich bitte mit der Schulleiterin. Ich schaffe meine Hausaufgaben nämlich garantiert nicht vor dem Auswahlspiel und dem Wettschwimmen heute Abend. Bringst du ihr dieses Schreiben mit meiner Bitte auf dem Ausschub? Okay. Moment. Tagebuch. Episodenstatus. Okay. Claudines Episode. Cleos Episode. Ach ja, genau. Und jetzt können wir hier als aktuelle... Ah, okay. Schon wieder eine Nachricht. Mensch, wir sind total beliebt schon mal. Laguna braucht wirklich unsere Hilfe. Bitte triff dich jetzt gleich mit Claudine im Lesesaal. Ja, was? Okay. Dann folgen wir wieder dem hier, denke ich. Da wir es ja als momentane Aufgabe haben. Halt. Karen Fabulous? Oh, Moment. Ich sehe schon. Laguna Schließfach. Drehe die Scheibe, indem du die Wii-Fernbedienung nach links und rechts drehst. Drücke A, um die Kombination einzugeben. Drücke B, um die letzte Zahl zu löschen. Okay, Moment. Ich drücke den Minusknopf für einen Hinweis. Okay, 20. Nein, was? Nein, hallo? Warte, wie jetzt? Ha? Oh, okay. Kann ich? Warte, wie? Okay, okay, wir müssen jetzt so drehen. Nein, zurück. Oh Gott. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, ganz vorsichtig. 20, okay. Dann 5. Hä? Komm schon. Okay. Ganz vorsichtig. 5. Und dann 25. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit den Minusknopf gedrückt gehabt. Weil ich ein totaler Noob bin bei sowas. Ganz vorsichtig. Ach, jetzt haben wir es verpasst gehabt. Mensch. Okay, also 20. Ach. Komm schon. Das ist nicht so. Oh, nein. Ich hab's verstanden. Ich muss nicht so machen. Ich muss meine Wii-Fernbedienung drehen. Okay, dann jetzt zurück. Ganz vorsichtig zu der 5. Noch ein bisschen. 5. Und jetzt zu der 25. Ganz vorsichtig. Und 25. Okay, offen. Gratuliere, du hast gewonnen. Dankeschön. Vampire, die Pause im Freien verbringen möchten, achten bitte auf den geeigneten Sonnenschutz. Okay. Dann können wir jetzt zurückgehen zu Laguna und ihr die Badekappe geben. Ach ja, da ist sie. Hallo, Laguna. Werwolfrettung. Hallöchen, meine Liebe. Meine Badekappe, du bist wirklich eine monsterstarke Hilfe. Das mit Claudine ist wirklich ein Hammer. Möchtest du immer noch helfen? Wenn Claudine in Not ist, muss eine Freundin doch helfen. Hier sind die Ersatzschuhe für Claudine. Bring sie ihr in den Mädchenwaschraum. Das hilft ihr schon mal weiter. Okay, Gespräch beenden. Dann können wir jetzt zurückgehen zu der lieben Claudine. Ach, Moment. Eine Nachricht. Oh, eine Nachricht. Begib dich zum Grauditorium. Wenn Mr. Ware dort ist, musst du mit ihm sprechen. Ich denke, ich habe einen Plan, wie Claudine geholfen werden kann.
Okay. Moment. Tagebuch. Episodenstatus. Okay. Das ist Cleo. Das ist Draculaura. Das ist Frankie. Das ist Gulia. Laguna. Okay, dann machen wir mal weiter mit... Ups. Mit der lieben Cleo. Mit der lieben Claudine. Okay. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Und dann gehen wir zu Claudine. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Let's Play findet. Und ja, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.